Die Umwelt reagierte ganz verschieden auf meinen Entschluss, Moslem zu werden. Ich habe also gegenüber den Türken, die ich kannte, das niemals so bewusst hervorgehoben, sondern bin erst so mehr oder weniger heimlich Moslem geworden. Die haben das erst mit der Zeit mitgekriegt. Und viele wissen es heute noch nicht. Allerdings hier in Styrum hat sich das natürlich rumgesprochen, das ist klar. Die meisten waren begeistert und haben mich in ihre Arme geschlossen und gesagt, gel, Kardeş, Kardeşim, so ungefähr. Bei den Deutschen war es ein bisschen anders. Bei den Deutschen gab es verschiedene Reaktionen. Es gab also Menschen, die gesagt haben, wie kannst du das nur machen, und haben sich darüber lustig gemacht. Und das waren Freunde, auf die ich dann mit der Zeit verzichtet habe, weil ich den Koran nicht beleidigen lassen möchte und auch nicht meine Religion als Moslem. Andere, wie zum Beispiel meine Eltern, waren erschrocken. Was, du bist Moslem? Das heißt, es ging eigentlich anders. Ich habe zu Hause bei meinen Eltern immer wieder erzählt vom Islam, von Moslem und so weiter, bis meine Mutter dann eines Tages zu mir sagte, wenn das so weitergeht, dann wirst du noch Moslem. Und da sagte meine Schwester, merkst du denn das nicht? Der ist doch Moslem. So, die hat das zuerst kapiert. So, und daraufhin habe ich gesagt, ja, ich bin Moslem und werde euch jetzt erklären, was das bedeutet. Und meine Mutter, ah, wie gibt's denn sowas und so weiter und so fort. Tja, und nachdem sie langsam mitgekriegt hat, wie ein Moslem lebt, was ein Moslem führt, wie ein fühlt, wie ein Moslem denkt und so weiter, da hat sich immer mehr damit angefreundet. Und mein Vater besonders, der also dann auf einmal anfing, in Berlin den muslimischen Fernsehsender zu sehen. Und oftmals bin ich nach Hause gekommen, da war der muslimische Sender an, und er hat ganz fasziniert zugeguckt, was da so gebracht wurde. Und ich denke, meine Eltern, die haben sich besonders sorgfältig mit dem Islam befasst. Und wenn ich meine Eltern besuche, dann geht meine Mutter vorsichtig, also meine Mutter, mein Vater ist gestorben, wenn ich meine Mutter besuche, dann sagt sie mir immer noch vorsichtshalber, also da ist keine Gelatine drin, kein Schwein, brauchst keine Angst zu haben und so, das ist alles gut, alles halal und so, das ist Haram, essen wir nicht und so weiter. Und sie hat das sogar schon fertig gemacht und hier Freitag angerufen und gesagt, Junge, vergiss nicht, zum Jumu'ah Namaz zu gehen. Ich sage, nein, ich vergesse es nicht. Und das war also so, dass zuerst eine erschrockene Reaktion war, weil sie eben den Islam nicht kannten. Und je mehr sie ihn kennenlernten, meine Mutter hat zum Beispiel einmal gesagt, ja, seitdem du Moslem bist, bringst du mir immer Blumen mit. Hast du früher nie so oft gemacht. Und ich sage, ja, das ist eben so. Die Moslems achten ihre Eltern. Denn nicht umsonst sagt man, unter den Füßen der Mutter liegt das Paradies. Und also meine Eltern haben sich immer mehr damit angefreundet. Mein Vater ist, wie gesagt, leider gestorben. Und ich denke und hoffe, dass er in seinen letzten bewussten Lebenstagen noch an Allah gedacht hat, so wie er das vor dem Fernseher immer getan hat. Denn sonst hätte er nicht die muslimischen Sender gesehen, denke ich mir. Und meine Mutter hat mir neulich gesagt, dass sie also daran glaubt, dass es nur einen Gott gibt und dass es Engel gibt und sie glaubt an das Leben nach dem Tode und Mohammed ist ein Prophet und so weiter. Und da denke ich mir, Mutter, da kannst du auch Muslim sein. Ja, aber das ist also diese Reaktion. Die anderen Menschen, meine Kinder zum Beispiel, die haben das sofort akzeptiert. Die haben gesagt, ja, wir wollen das jetzt auch machen. Wir wollen so leben, dass du bei uns wie ein Moslem leben kannst. Also richten sich danach, aber selber sind sie nicht Moslem geworden. Wobei ich hoffe, dass das früher oder später vielleicht langsam der Fall wird. Ja, auch meine Enkelkinder, die also auch alle nicht Moslem sind. Die leben alle sozusagen ja in Gegenden, wo keine Moslems wohnen. Da wären sie die einzigen Moslems und müssten da ganz alleine wohnen. Und wobei es natürlich türkische Kinder viel einfacher haben, die also in der Familie sind, wo alle Moslems sind. Ja, so. Und bei uns ist es so, dass wir also zwar viel von der Religion sprechen. Früher haben wir nie davon gesprochen. Früher war Religion kein Thema in unserer Familie. Und seitdem ich Moslem bin, ist es ein wichtiges Thema. Und selbst die Bibel, die ja das Buch der Christen ist und der Juden, selbst die Bibel, die wird jetzt in unserer Familie also intensiver besprochen, was vorher nie der Fall war. Kein Mensch hat über die Bibel gesprochen. Also, aber jetzt, seitdem ich Moslem bin, da zieht die Religion in unser Haus ein, sozusagen. Und ich hoffe,
sie werden sich eines Tages mir anschließen und auch in die Jami gehen. Aber ich möchte sie nicht zwingen, da müssen sie selber dazu finden. Und ich hoffe, die Enkel, die ja nun noch mehr davon jetzt mitgekriegt haben, die von Kindesbeinen, da wissen die, dass ihr Opa Moslem ist, ja. Und naja, früher haben sie das als selbstverständlich hingenommen. Ja, Opa ist Moslem, wir sind keine Moslems, aber Opa ist Moslem. So, und jetzt wollen sie aber schon manchmal wissen, was das eben bedeutet und so weiter. Und mein Ansinnen, also mein Wunsch war immer der, seitdem ich Moslem bin, dass die Nicht-Moslems und die Moslems enger zusammenleben, sich als Nachbarn, als gute Nachbarn verstehen, als Arbeitskollegen, als vielleicht auch Freunde und so weiter, und sich gegenseitig achten und respektieren. Und aus dem Grunde habe ich auch als erster hier in Styrum eine Mitarbeiterin eingestellt, die ein Kopftuch trägt und die hier die Patienten betreut hat. Und da sagte mir dann eben auch eine Familie, die meine Freunde vorher waren, wenn du das machst, dann werden keine Deutschen mehr zu dir kommen. Und da habe ich gesagt, ja, wenn die nicht kommen, dann sind sie wohl Rassisten und dann haben die mit mir nichts am Hut. Also dann können die ruhig wegbleiben. Ja, dann wirst du untergehen und wirst kein Geld verdienen. Das wollen wir erstmal abwarten, wollen wir erstmal sehen. Und das Ende von dieser Geschichte war, dass mehr Leute gekommen sind als vorher. Ja, dass die Kollegin mit dem Kopftuch, die war nun mal eine versierte Kraft, die viel weiß, die sich auskennt, die den Patienten gute Ratschläge geben konnte und auch noch kann. Und aus dem Grunde ist sie eben als Fachfrau akzeptiert. Und dass sie nun ein Kopftuch trägt, das ist eben, ja, sie ist eben Muslima und damit basta. Ist eben ganz normal und ist ein guter Mensch und mehr wollen wir nicht. Und jetzt haben wir das also häufig so, dass hier, sagen wir mal, drei Türken stehen, dort stehen drei Deutsche. Die Türken reden türkisch miteinander und mit unserem türkischen Personal türkisch. Die Deutschen reden deutsch und da ist manchmal ein Kalabalück, ein Geschrei durcheinander und so weiter, weil alle wollen lauter reden als die anderen. Und dann aber unterhalten die sich untereinander auch noch. Ja, ach, was macht dein Kind und so. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass hier schon eine große Familie ist. Der eine Teil der Familie ist türkisch, der andere Familienteil ist deutsch. Und was können wir uns Besseres wünschen, als wir gut und nachbarschaftlich zusammenleben? Und das ist eben mein Wunsch. Und deswegen bin ich auch der Meinung, sollte man mit seiner Religion auch nicht verstecken. Wenn meine Kollegen Kopftuch tragen, dann ist das ein Teil der Tradition, sagen wir mal, der muslimisch-türkischen Tradition. Und wer das gerne machen möchte und sich wohlfühlt, der sollte das tun und dabei glücklich sein, genauso wie wir letzten Endes gemeinsam alle zusammen. Aber ich werde eine Kollegin, ich habe auch eine, die ohne Kopftuch geht, die geht eben ohne. Und trotzdem ist sie bei den meisten Türken sehr beliebt, weil sie eben freundlich ist und zuvorkommend. Und das ist wichtig für uns, dass wir uns verstehen und nicht irgendwelche rassistischen Strömungen durchkommen lassen.